Hallihallöchen, und ja, wir sind jetzt ganz woanders, denn ich habe jetzt herausgefunden, wie es weitergeht. Erstmal müssen wir natürlich die kaputte Angel dem guten Schmied geben. Das versuche ich sicher nicht, oder auch nicht. Ja. Schau mal, ich habe eine Angel gefunden, aber sie ist kaputt. Kannst du mir helfen? Schauen wir mal, wo ist der Haken? Hast du den Haken gesehen? Hä? Du hast genau das gleiche gesagt wie jemand im Krankenhaus. Wirklich wer? Welches Krankenhaus? Die Oswald-Anstalt, die Schwester, als ich den Vorhang kaputt machte. Oh, ich habe keine Ahnung, worüber du da sprichst. Du bist seltsam. Naja, vergessen wir das. Kannst du mir bitte einen Haken für die Angel machen? Ja, tun wir das. Wenn du mir eine Münze gibst, gebe ich dir einen halben Haken. Wenn du mir zwei Münzen gibst, bekommst du einen ganzen funktionierenden Haken. Ich brauche keinen halben Haken, ich brauche einen kompletten. Der komplette kostet drei Münzen. Eine Münze für einen halben und zwei Münzen für den funktionierenden, abgemacht. Oh Mann, du bist kompliziert. Ich bringe dir deine Münzen. Tschüss. Ja. Aus Queen habe ich das zum Glück gemacht. Ja. Hier sind deine drei Münzen. Wunderbar, danke. Und hier ist dein Haken. Ich hoffe, der funktioniert. Dafür drei Goldmünzen. Du bist ja wohl einer. Danke, der ist perfekt. Ich muss jetzt los. Tschüss. Ein guter Tag für guten Stoff und Faden zu ihren Faden. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht müssen wir dem auch noch die Angel zeigen. Hallo, ich habe mich gefragt, ob du etwas Faden für die Angelschnur hast. Angelschnur? Faden? Oh, ja. Ich habe etwas. Wollt ihr es? Ah, ja bitte, wie viel macht das? Und ziemlich viel, reicht das? Oh, ich meinte preislich, ich brauche nur genug für die Angelschnur. Oh, ich vergaß über den Preis nachzudenken. Wisst ihr, ich habe noch nie etwas verkauft. Aber wisst ihr was? Ihr könnt es haben. Ich hoffe, es macht euch glücklich. Ja, ist doch schön. Wow, danke. Ich hoffe, du führst bald Preise ein und verkaufst etwas. Tschüss. Wow. Haha. Geht doch. Aber warte mal, hier waren doch auch Fische. Denn eine Lösung für ein Rätsel ist nämlich ein Fisch. Yippie-yay-yay. Jetzt haben wir im Grunde schon die anderen zwei Sachen, denn ich erkläre es mal, sobald wir da sind. Also. Hier sind ja die Rätsel. Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Damit sind Streichhölzer gemeint. Zu guter Letzt fließe im Fließe, kaltblütiger Sohn. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Damit ist ein Fisch gemeint und ich finde es sehr verstörend, dass Mr. Midnight sich dauernd an sein Hintern leckt. So, dann machen wir jetzt mal. Erstmal die Streichhölzer auf die 1. Hier bitte Sektel-Streichhölzer. Ich hoffe, das stimmt. Ja, das werden wir sehen. Haha. Und der tote Fisch, armer Fisch. Geht doch. Ich rieche den Sieg. Ich rieche köstlichen Sieg. Gratuliere. Danke. Ich bin bereit. Bringen wir diese die Steine zurück. Ja, wir fangen mit dem Feuer an. Kotrem ist erwacht. Kotrem lebt. Er wird auf der Spitze des Berges auf dich warten. Er hat meinen Hut, er hat meinen geliebten Zaubererhut, bring ihn mir. Ah, ihr Hut? Ja, die Steine verstecken sich in meinem Zauberutensilien. Darum erinnere ich mich an nichts. Aber jetzt erinnere ich mich, geh auf die Spitze, finde Kotrem. Und komm zurück, wenn du den Hut hast, dann können wir an die anderen Dinge tun. Okay, ich bringe Ihnen Ihren Hut. Na toll.
Okay, jetzt hat er plötzlich den Hut auf. Hallo. Oh, wer wagt es, mich zu erwecken? Wer? Oh mein Gott, du lebst. Ich wollte dich stören. Ich bin Fren. Fren? Verstehe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Nun, ich weiß nicht wirklich, was er bedeutet. Es ist einfach mein Name. Oh, okay. Mein Name ist Kotran. Willst du wissen, warum? Ja, warum nicht? Klar, sag es mir. Kotran bedeutet im Himmel geboren. Ich war mal ein Stern. Da ich im All geboren wurde, ist das alles sehr logisch. Oh wow, ich habe nie einen Stern persönlich getroffen. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen, Freund. Also, was führt dich her? Der große Zauberer sagte mir, ich soll den Hut holen, wenn es dir also nichts ausmacht. Das kann ich nicht tun. Ich bin geschieden. Geschieden? Was meinst du geschieden? Ich brauche nur den Hut, das ist sehr wichtig. Ich kann nicht. Wenn ich dir den Hut gebe, wird das ganze Land leiden. Du musst einen anderen Weg nach Hause finden. Der König sagte mir, es gibt keinen anderen Weg. Bitte hilf mir. Ich kann nicht. Meine Frau verließ mich. Sie war die, die meine Spitze bedeckte. Wenn ich den Hut abnehme, dann kann meine heiße Lava ihn töten. Dich auch. Okay. Wo ist deine Frau jetzt? Vielleicht kann ich sie zurückholen. Sie entschied, dass es jetzt Zeit für sie war, ihre eigene Insel zu gründen. Also trennte sie sich von mir. Ich konnte sie nicht mal fragen, warum. Ich vermisse sie so sehr. Okay, tut mir leid, das zu hören. Weißt du, wo genau sie ist? Ich glaube, sie ist auf dem Wasser, ansonsten würde ich ihr Präsenz spüren. Aber das tue ich nicht. Oh, meine Liebe, meine geliebte Frau. Ich schaue, ob ich sie finden kann, ja? Dann gibst du mir den Hut. Nur wenn sie zurückkommt. Andernfalls, du weißt, was dann passieren kann. Kann ich dir nicht etwas anderes auf den Kopf legen? Zum Beispiel einen Stein oder so? Nein, ich mag diesen Hut. Okay, bin gleich wieder da. Meine Fresse. Okay, vielleicht könnten wir... Irgendwelche Blümchen? Nein, Oh. Ich weiß, dass du alleine bist. Lass mich deine Mami sein, lass mich dich füttern. Komm auf meine Seite. Du wirst viele neue Freunde zum Spielen haben. Ich will dich nicht als meine Mami, du siehst gruselig aus und ich mag dich nicht. Fren, mit wem sprichst du? Die Frau stand... Ach nichts, Kätzchen. Scheiße, ey. Der war übler. Ich weiß noch, irgendwo brauchen wir noch ein Blümchen. Mal schauen, wo könnte hier noch eine Momentchen mal. Das sieht doch sehr schick aus. Diese Blume blüht sehr langsam. Okay. Haha. 1A. Her mit dir. Schön. So schnell ist ein ganzes Jahr um. So, jetzt können wir auch bestimmt drüber. Petri Heil. Okay, das war vorher noch nicht da. Guten Tag. Tatsache. Hallo, aufwachen, ich habe eine Nachricht für dich. Ja, hallo. Ein Bote mit einer Nachricht. Guten Tag. Liebesboten. Ja, ich bin die Botin der Liebe. Liebe, oh, aber du bist nicht pink. Bin grünbraun. Pink, nein, ich bin die grünbraune Liebesboten. Und hat mir die Liebesboten etwas mitzuteilen? Ja, natürlich, ich bin im Namen der Liebe, um dir deinen Ehemann zurückzubringen. Nein. Er macht mich sehr traurig. Niemand hat das Recht, mich traurig zu machen.
Nun, vielleicht wollte er dir nicht wehtun. Was hat er getan? Er war so heiß und daran habe ich mich verliebt. Dann wurde er kalt und langweilig. Ich habe mich allein gefühlt. Ich habe oft geweint. Er ließ mir eine rote Blume wachsen, nur für mich und mir seine Liebe zu zeigen. Aber dieses Jahr wuchs nichts. Und weißt du was? Ich bin diejenige, die ihn die immer beschützt. Und ich möchte Wertschätzung. Das ist alles. Okay. Aber wenn ich diese Blume für dich finde, kommst du dann zurück? Ja, aber ich bin hoffnungslos. Außerdem regiere ich jetzt über meine eigene Insel. Ich schau mal, ob ich die rote Blume finden kann. Die haben wir. Immer am unteren Ende. Sie unterscheidet sich sehr von allen anderen Blumen. Ganz unten, was? Von meinem Mann natürlich. Bringen Sie mir und ich kehre zu ihm zurück. Okay, wir sollen also ganz unten von Ihrem Mann was abschneiden. Das klingt extrem falsch. Ja. Ich habe sie gefunden. Schau, die rote Blume. Oh, vielen Dank. Sie ist so schön. Du bist wirklich ein toller Liebesboten. Danke. Wir sollten wirklich sofort zurück zu deinem Mann. Er vermisst dich wirklich sehr. Wir sehen uns dort im Winter. Okay. Er trinkt nicht, Mädchen. Das sieht doch süß aus. Es ist sehr schön, euch zwei vereint zu sehen. Jetzt hätte ich gerne den Hut, bitte. Vielen, vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Komm schon, Liebling, kletter auf die Spitze. Dr. Love, Errungenschaft freigeschaltet. Schön. Natürlich ist der Hut. Danke nochmal. Schön. Wow, danke. Ich muss jetzt los in die großen Zauber den Hut geben. Tschüss. Wow. Okay, Kumpel, hier hast du deinen Hut. Hier ist der Hut. Oh mein Gott, ich fühle für mich, wie das Wissen mich durchströmt. Ich bin glücklich. Das ist toll, was du? Das Geschenk der Erde, die Frucht. Ah, Feuer, Erde, Wasser und Luft. War ja klar. Vier Elemente. Das Ergebnis von zufälligen Ereignissen, damit wir es essen können. Schön, oder? Ja, unglaublich. Ja, die Frucht spricht jetzt zu mir. Sie sagt, das Buch. Mein Buch des Wissens, es ist in der Bibliothek. Aber sei vorsichtig. Das Buch versteckt sich vielleicht, also sei hartnäckig und geduldig. Gut, ich werde die Bibliothek sehen. Warte, es gibt ein Passwort, um hineinzukommen. Lass mich nachdenken. Denk nach, es muss etwas über unser Lernen sein, oder... Ah, ich erinnere mich, das Passwort ist... Deine Sinne werden leicht manipuliert. Schalte sie ab, bevor du lernst. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Schauen, lass dich nicht manipulieren oder so. Ja, ich weiß. Wow. Erinnerst du dich, Freund? Du bist eine Mörderin. Du bist mein verrücktes kleines Mädchen. Verrückte Mädchen müssen bestraft werden. Tu, was ich sage. Tu, was ich sage, Friend. Spring! Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte es nicht. Oh, mein Liebling, hör nicht auf diesen bösen Dinge. Du bist stark. Lass sie aus deinem Kopf raus, mein Liebling. Bin ich verrückt, Kätzchen? Sag's mir. Nein, mein Liebling, du musst nur stark sein. Lass ihn nicht mit deinem Kopf spielen. Oh, mein Kätzchen, ich fühle mich total kaputt. Meine Brust tut weh. Mein Liebling, ich bin hier für dich. Wein nicht. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Wir sollten weitergehen. Gehen wir zur Bibliothek. Oh Gott. Bleib sofort stehen. Hast du das Passwort? Ja. Ja, na gut, wie lautet das Passwort? Wie war das noch? Es ging ungefähr so. Deine Augen und Ohren sind beschränkte Sinne. Verschließ sie, bevor du lernst. Gut, und warum ist das so?
Denn nur dann können wir wirklich sehen, wie diese Stadt, sie war vorher unsichtbar. Es ist überall, selbst in der Dunkelheit und Stille. Du darfst reingehen, viel Spaß. Okay. Sehr genau nimmt das nicht gerade. Hallo, was tust du da? Ah, ich suche mein besonderes Buch. Oh, tut mir leid, dass ich frage, warum stehst du auf einer Leiter? Du hast Flügel. Ah, weil die Leiter zum Benutzen gemacht wurden, natürlich. Ah, was, wenn ich sie brauche? Dann solltest du warten, bis du dran bist. Aber wenn es ein Notfall ist und ich nicht so lange warten kann, dann hättest du vor mir ankommen sollen. Tut mir leid, aber ich muss weitersuchen. Toll. 1A. Hallo, was liest du da? Ein Buch mit vielen Buchstaben. Manchmal finde ich Buchstaben sehr gruselig. Vielleicht solltest du dann etwas mit vielen Bildern lesen. Oh ja, irgendwann einmal, Liebes, wenn du mich jetzt entschuldigst. Oh, tut mir leid, entschuldige mich. Toll. Hallo. Oh, hallo. Warum liest du nicht? Ich muss erst mal ein Buch finden. Oh, weil ich erst ein besonderes Buch finden muss. Ah, besondere Bücher sind toll. Das, was ich hier lese, ist auch sehr besonders. Oh, das ist toll. Nun, ich suche dann mal weiter nach meinem besonderen Buch. Ach, du Schande. Ja. Oh, das ist toll. Es müssen Etherstar-Zahlen sein. Ja, 1, 2, 3 und 4 und so weiter. Hm, ich muss mir nur merken. Oh, das ist toll. Es müssen Etherstar-Zahlen sein. Ja, ist schön. 1a. Ich sehe so viele Bücher. Ach, du Scheiße. Na, das ist 1. Das sind 2 Einsen. Okay. Hm, was ist das für eine Zahl? Du Schande. Okay, okay. Mal gucken. Okay, dann kommt ein E. Ach, du heiliger Scheibenkleister. Ich glaube, das addiert sich dann immer. 1 wären dann 2, das wären dann 4. Glaube ich zumindest. Mal schauen. 2, 4. Das wären dann 8. Mal schauen, wie sieht denn eine 8 aus? 4, 5, 6, 8. Ah, so sieht es dann aus. Oh Mann, schwer, schwer. Jetzt müsste es eine 16 sein. Denke ich mal. Okay. Wenn es so wie beim römischen Zahlen wäre, dann müsste es jetzt eine Mischung aus dem da sein. Also X und E mit einem Punkt. Fuck. Nee. Der Hebel bewegt sich nicht. Ich musste erst das Schloss öffnen. Oh, fuck.